Das Wetter auf der Erde und das Klima hängen zwar miteinander zusammen, aber die sind nicht dasselbe. Wetter beschreibt immer nur das Hier und Jetzt und die Wettervorhersage auch nur die nächsten Tage genauer. Wenn man dann das Wetter über einen längeren Zeitraum beobachtet, also 30 Jahre oder länger, dann kann man sagen, wie das Wetter im Durchschnitt ist. Im Frühling scheint in Deutschland die Sonne im Durchschnitt 522,1 Stunden. Im Sommer hat man eine Durchschnittstemperatur von 17,6 Grad. Man weiß, wie viel Regen im Herbst fällt und kennt auch die Durchschnittstemperatur im Winter. Diese Angaben für einen Ort oder ein Land beschreiben dann sein Klima. Wenn ich in Urlaub fahre und meinen Koffer packe, dann gibt das Klima vor, was ich grundsätzlich einpacke. Also wenn es in den Norden geht, dann eher was Warmes und wenn es in den Süden geht, eher kurze Hose und T-Shirt. Aber das Wetter vor Ort, das sagt, was ich jeden Tag anhab. Also mein Koffer ist für einen Strandurlaub gepackt. Hier T-Shirt, kurze Hose. Aber vielleicht ist es ja doch mal an einem Tag ein bisschen kühler. Deshalb nehme ich auch einen Pulli mit und falls es mal regnet, sogar eine Regenjacke.